Sie haben das alle mitbekommen. Es hat einige Aufregung um ein Wort. CDU-Parteichef Friedrich Merz hat ukrainischen Geflüchteten Sozialtourismus nach Deutschland vorgeworfen. Damit hat Merz nicht nur die Empörung politischer Gegnerinnen und Gegner ausgelöst, sondern auch Teile seiner eigenen Partei gegen sich aufgebracht. Was genau ist da passiert? Friedrich Merz hat am Montag in einem Interview gesagt: Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Wenig später waren Merz und Sozialtourismus zu Twitter-Trends geworden. Woher dieser billige Populismus, schreibt der bald abberufene ukrainische Botschafter Andrei Melnik. Stimmungsmache auf dem Rücken ukrainischer Frauen und Kinder, die vor Putins Bomben und Panzern geflohen sind, ist schäbig, kritisiert Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Das Wort Sozialtourismus ist nicht neu. Genau genommen war es 2013 sogar das Unwort des Jahres. Begründung der Jury damals war, mit diesem Schlagwort wurde von einigen Politikern und Medien gezielt Stimmung gegen unerwünschte Zuwanderer, insbesondere aus Osteuropa, gemacht. Dann ruderte der CDU-Chef zurück. Dieses Wort Sozialtourismus verwendet nicht in der Absicht, irgendjemandem da zu nahe zu treten. Merz hat die übliche Methode der Rechtspopulisten angewandt. Erst Grenzen überschreiten, dann zurückrudern, sagte Christian Bäumler. Die SPD im Bundestag hat Merz nun vorgeworfen, bei seiner Äußerung gegen ukrainische Geflüchtete die Taktik der AfD anzuwenden. Der CDU-Chef wies zurück, dass es sich bei seiner Äußerung 2 Wochen vor Landtagswahl in Niedersachsen um ein Wahlkampfmanöver handele.